Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Mit dabei wie immer der Crazy252. Hallo. Und meiner einer der DoshiP. So, in der letzten Aufnahme waren wir ja schön im End ein bisschen erforschen. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Ich bin immer noch oben. Achso. Ja. Wir haben jetzt mal hier so ein paar bisschen viele Truhen auf einmal. Das liegt einfach daran. Wir haben hier mal gerade Radikalkuh gemacht. Bisschen. Ja, weil die Smeltery, die brauchen wir ganz ehrlich nicht mehr. Die Hütte hier war auch langsam überflüssig. Und wir haben uns jetzt endlich auch mal ein kleineres Zuhause gemacht. Unsere neue Heimat. Hier mit einer schönen kleinen Einbauküche. Sogar eine Mikrowelle haben wir, die aber noch nicht angeschlossen ist. Ja, anschauen. Kleine Sitzecke. Kann man hier nochmal einen kleinen Balkon machen für Grillpartys. Sogar einen Pool haben wir. Blub. Und dann hier unser Schlafzimmer. Du wolltest dein Schlafzimmer selbst dekorieren, hast du gesagt, ne? Ja. Hab ich dir freigelassen. Ich finde ja dieses Bild hier richtig geil. Ist bei dir das. Du hast kein Texturepack drin, ne? Nee. Bei mir ist er einfach von Legend of Zelda Minicap Link mit einer Fee. Ja, bei mir auch. Ach, auch? Ja. Oh. Das ist auch kein so ein Texture Pack. Ja, aber nicht kein Texture Pack drin. Ganz kurz, falls ihr fragen, was die Mikrowelle ist oder der Microwave Oven. Ich kann euch das Rezept mal kurz zeigen. Und zwar, der Microwave Oven wird gemacht mit einem Magnetizer, einer Lead Plate und 6 Aluplatten. Magnetizer kennt man noch hier, Redstone, Base Machine Casing und so weiter, Iron Fences, bla bla bla. Und das Teil ist eigentlich ein normaler Ofen. Ja, das ist ein Ofen, bloß der wird hier drin, kann man nur Essen machen. Also man kann jetzt keine Steine drin backen oder so. Ah. Werden zwar die normalen Ofenrezepte angezeigt, aber das ist glaube ich noch ein Fehler. Ah, okay, hab mich nicht gerade schon gewundert. Ja, hier oben haben wir auch mal Radikalkur gemacht. Die Bärenbüsche, die waren langsam echt mal überflüssig. So, würde ich sagen, gehen wir mal auf das heutige Thema ein. Weil, wenn man mal hier diese Rüstung anguckt, meh. Nicht so schön, ne? Wir wollen uns heute nämlich mal um etwas Besonderes kümmern, was wir nämlich in der letzten Aufnahme im End benutzt haben. Und zwar in die Power Armor. Für die Power Armor von Machine Muses Modular Power Suit brauchen wir einen Power Armor Tinker Table. Und das ist ein Computermonitor, so hergestellt, zwei Advanced Circuits, Eisen, Emerald und eine Stainless Machine Hull oder eine Steel Machine Hull. Würde ich sagen, bauen wir den doch schon mal. Haben wir davon schon noch irgendwas drin? Wir brauchen noch. Oh, ja, wir brauchen auf jeden Fall zwei Advanced Circuits. Craft. Haben wir. Einen Computermonitor brauchen wir. Wir brauchen grüne Farbe. Haben wir nicht. Okay, sehr schön. Wo kriegen wir die am besten? Ja, das ist einfach. Oh, Schwab haben wir noch. Das weiß ich. Das dürfte hier sein. Nein. Nein. Green Schwab. Ah, da, Schwab 1 haben wir noch. Perfekt. Reicht. Lime Dye. Und dann können wir mal so eine Rose mitnehmen. Für die rote Farbe. Ja, ich weiß, den Pulverizer oder so kriege ich mehr raus. Bla bla bla. Oh. Warte, was ist jetzt hier drin? Aber was ich gerade noch gefunden habe. Was denn? Eine Kiste. Was ist da drin? Ah, ja. Ah, oh, ich weiß, welche du meinst. Wir brauchen noch Stahlplatten. Ich messe hier gerade alle Löcher oben aus und so. Ja, mach das mal. Wir brauchen noch Stahlplatten. Dann könnt ihr gleich auch nochmal ein neues. Jupp, ich mache jetzt meinen Abgang. Alu nachlegen. Ja, wir sind teilweise immer noch hier den
anfängliche Alu am Verschmelzen. Also Energy Cube ist auch wieder aufgeladen, ne? Ah, na, war es doch der Fehler. Ja. Wir hatten nämlich komischerweise unten unser Blast für uns komplett leer gesaugt. Der Energy Cube war komplett leer. Wir waren am gucken, wo das Problem lag. Problem war einfach hier, der stand auf 150 Wetzern Flux pro Tick. Ja, 150. Ja. Und das Kuriose, keiner von uns hat es umgestellt. Ich kann nicht währenddessen auch schon mal wieder die Cobblestones kompressen. Ach, haben wir doch schon wieder so viele. Sind Stack on 41. Schau mal ins AE und schau mal die Enderperlen an. 479, alter Verwalter. Bis morgen sind es definitiv doppelt so viele. Bitte was? Soweit ich weiß, kann man Enderperlen mit einem Fruitpicker abernten. Ach du Scheiße. Also Leute, sollten ab morgen keine Folgen mehr kommen. Ihr wisst, dann ab dann wisst ihr, hat mir die coole Kugel gegeben, meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das wird schon nicht sein. Obwohl, das wird schlimm sein. Was anderes habe ich auch gar nicht erwartet. So, der Power Armor Tinker Table ist fertig. Knack mal den. Mal hier hin. Der braucht keinen Strom, soweit ich weiß, oder? Nee. Gut. Wenn wir jetzt reinschauen. No modular power suit items found in inventory. Make some. Heißt, wir brauchen die Power Armor. Fangen wir mit den Boots an. Wir brauchen Alu, Data Storage Circuits und Machine Parts. Machine Parts kriegen wir über Scrapboxen oder einfach zwei Alu-Platten und ein Electronic Kriegst du 3 raus. Geht da mal an. Oh, mit Eisenplatten sogar 4. Sehr schön, machen wir dann über Eisenplatten. Haben wir noch Eisenplatten drin? Ja, komm. Gönnen wir uns. Okay, wir brauchen dann noch ein Data Storage Circuit. Das sind Emerald Plates und ein Advanced Circuit. Oder Olivine Plates und Advanced Circuit. Ich glaube Emerald. Nee. Geht auch Olivine. Kannst du ja aussuchen. Okay. Ah, was fehlt denn jetzt? Oh, wir haben keine Enriched Alloy mehr. Ah, schon wieder? Ja, ich leg mal ein Stack Eisen nach. Stack? Ah, ganz genug nach. Oh, da ist ein ME. Das sollte eigentlich gleich. Weißt du was? Bei mir gibt es ja gleich in der Stunde Essen, also nehmen wir jetzt erstmal eine Stunde auf. Und dann würde ich sagen, informieren wir uns gleich mal, machen wir vielleicht mal die Distillation Tower von GregTech. Wir haben ja 2250 Petroleum und wissen nicht wohin. Ah, ja. Oh, ganz krasser Spoiler von nachher. Ja, wo waren wir jetzt an? Circuits. Ich mach mal ein paar Maschinenplatz auf Vorrat, ne? Ja. Assembling Machine, dat da und dat da. Oh, das dauert einen Moment. Wie lange? 40 Sekunden. Geht ja. Gut. Ich bin auch immer noch am gucken, dass ich endlich mal Musik für euch reinkriege. Aber, na, das glaub ich dauert noch was. Ah ja, ich habe noch mal ein bisschen Glas gemacht. Ich habe einfach mal den Sand aus der Faustschiefe genommen. Brauchst du gerade die Sampling Machine? Brauche ich gleich Data Storage Circuits. Man will sie jetzt schon mal machen, oder wie? Die dauern lange. Das ist das Problem. Ah. Gut. Die Schuhe haben wir schon mal.
schmeiße ich dir schon mal deine zu. Gehen wir mal an den Power Armor Tanker Table. Jetzt kommen wir so ein paar Schuhe und können jetzt hier Iron Plating einbauen oder Diamond Plating, ein Energy Shield, ein Heatsink oder Pierced Armor. Das wäre ja mal was Geiles für mich. Ja. Und trotzdem brauche ich auf ein Zeug. Dann kann man hier noch Movement einen Shock Absorber einbauen. Heißt, wir können Fallschaden wieder negieren. Und wir können dann noch ein kleines Jetpack einbauen. Wow. Der Shock Absorber ist ja billig. Wir brauchen aber Elite-Batterien, würde ich sagen, ne? Ja. Gut, dann mache ich schon mal die HV-Capacitor. Okay, dann. Capacitor. Ja? Red Cutting Machine. Ah, da. Hab sie nicht erkannt. Irgendwann schlage ich Quacktech nochmal, wenn ich ihn sehe. Warum? Es reicht eine, ne? Was? Batterie für die ganze. Für das Ganze da. Echt? Für den ganzen Anzug meinte ich jetzt. Oder? Okay. Das war eine Frage an dich. Ach so. Ja. Gut. Da reicht eine ganze Batterie. Weil zweimal will ich das Rezept echt nicht machen. So heftig? Schau dir mal an, was der HV-Capacitor kostet. Okay. Zwei Lapotron Crystals, das heißt zwei Energy Crystals. Wir brauchen Energium Dust. Zum Glück haben wir noch, habe ich mal Ruby das gemacht. Das kommt jetzt in den Kompressor. Ihr seid ihr aber gerade bei mir im Hintergrund die Klingel gehört hat. Ich habe die Maschinenparts rausgenommen, ne? Ja, habe ich rausgenommen. Ich habe auch jetzt mal die Starter Storage Circuits reingetan, damit die gemacht werden. Hab's gesehen. Ich schau mal gerade, wie es mit meinen Bienen aussieht. Weiß ich ja nicht, ob ich das in der letzten Aufnahme schon gesagt habe, aber ich habe die Imperial Drones, die Imperial Bienen jetzt fertig. Also haben wir auch ein bisschen Royal Jelly schon produziert. Hier habe ich noch so ein paar Majestic drin. Kann man immer mal gebrauchen. Und hier sind gerade Diligent drin, die am Arbeiten sind. Gut, habe ich jetzt hier nur so ein paar Barrels reingetan. Da sieht man, ich habe schon mal ein bisschen Royal Jelly gefarmt. Dann tue ich das mal da so rein. Und ich bin jetzt auch mittlerweile schon doppelt die Honigwurm am Verarbeiten. Boah, irgendwie muss ich echt mal gucken, warum es bei mir so laggt. Das geht mir langsam echt auf die Eier. Wenn ich dann denke, dass ich am Anfang irgendwie 60 FPS hatte, dauerhaft. So. Ah, Kompressor hat es ja schon gemacht, stimmt ja. Dann sei ja angeschossen. Gut. Lapotron Crystal. Wir brauchen Advanced Circuits. Brauchen wir, soweit ich das im Kopf habe, 4 Stück. Also das mit dem Data Storage Circuits dauert lange. Christian? Ja? Wir haben keine Lust uns mehr. Das ist mir schon öfters passiert. Haben wir noch irgendwelche Vorräte oder muss ich neu farmen gehen? Muss neu farmen gehen. Gut, dann lasse ich aber lieber mal die. Ich tue die.
Ich mach meine Power Armor Putzkammer mal ins Ei. Hast du dein Gleiter im Inventar? Ja, hab ich. Weil meiner ist weg. Kann ich deinen kurz Komm mal ausleihen? mit, komm mal mit, komm mal mit. Ja. Hier hinten ist noch einer drin. Ah, danke. Er hat nämlich mal drei, das weiß ich. Ja, drei hatten wir auf jeden Fall. Wir hatten keine Ahnung schon, wie viele. Gut, dann geht's nach Jan, auch mal wieder in den Nether. Hält mal eigentlich Chrome her, Chrome Ingot. Chrom. Ja. Du musst erstmal Chrom das herstellen. Hält man den her? Ganz teuer, wie ich finde, entweder über Redstone in die Zentrifuge oder über Ruby Dust. Brauchen Gloss und er ist jetzt schon runtergefallen, weißt du was? Da machen wir jetzt erstmal Trick 48. Interessant. Was? Der Magnetmodus war anscheinend bei mir schon. Ah ne, jetzt ist er an. Ich glaube, ich habe mich da einfach nur verlesen. Ja, ich habe halt den Magnetmodus an. Oh, super. Meine Mutter hat wieder Besuch. Sollte man. Yippie. Sollte man jetzt ein paar Mal Gelächter hören, das tut mir leid. Ich kann leider schlecht eingehen, haltet die Fresse. No risk, no fun. Ja, bloß das Problem ist natürlich vor der Tür und das gibt es irgendwie 3 Wochen lang keine Folgen mehr. Okay. Denk dran, ich bin 19, meine Eltern können mich auch rauswerfen. Bitter gelaufen, finde ich. Ja. So, ich habe mal wieder ein paar Glowstones gefarmt. Home. Machen wir auch ganz schnell wieder den Magnetmodus aus und gehen wieder auf den Recycle-Mode. So, 50 Glowstone. Können wir im Macerator 4 raus oder im Pulverizer? Würde ich sagen, ab dem Pulverizer damit. Ist der Pulverizer eigentlich auch schon an SAI angeschlossen? So ein MI-Interface oben drüber. Nee. War nicht. So, Advanced Circuit. Ich habe mich aber verdammt, wir brauchen ja nochmal 4, weil wir ja 2 brauchen. Und 2.